Ich habe, wie viele Menschen, die ja nicht in der Zeit groß geworden sind, erst Kontakt mit dem Film gehabt, der Blechtrommel. Und später, als ich in Germanistik studiert habe, stand natürlich die Blechtrommel auch auf der Leseliste und Katz und Maus. Und ich habe festgestellt, dass Günter Grass einfach einer der vielseitigsten und radikalsten Schriftsteller deutscher Sprache und vielleicht eben auch weltweit ist, die es da gab. Und der auch nicht richtig langweilig wird. Also man kann sich ja über jedes Buch unterhalten, aber im Gegensatz zu vielen anderen Autoren, wo man denkt, ach ja, also nach dem dritten Roman habe ich verstanden, was er will. Man kann immer wieder das gleiche Buch lesen, auch mit Gewinn oder mit Vergnügen manchmal lesen. Ist bei Günter Grass wirklich so, dass er jedes Mal so einen neuen Ansatz hat. Und das fand ich sehr spannend. Und dazu gekommen ist einfach, dass ich in Köln studiert habe und dann auch gearbeitet habe beim Herausgeber von Günter Grass Werken, Volker Neuhaus. Und dann lag das nahe, die Beschäftigung mit Günter Grass. Das Schöne bei Günter Grass ist ja, und auch das, was, glaube ich, vielen Menschen die Lektüre erschwert, ist, dass er immer sehr, sehr breite Facetten hat bei seinen Figuren. Es gibt da keinen richtig eindimensionalen Menschen. Es gibt niemanden, wo man sagen könnte, ach, diese Figur, die ist mir aber ungemein sympathisch die ganze Zeit. Also ob es jetzt Oskar Mazzarath ist, der ja eindeutig diabolische Züge trägt, oder Luzi Rennwand, Ulla Brücke. Also es gibt eben keine Sympathiemonster in dem Sinne, mit dem man sich wirklich identifizieren könnte. Aber alle sind durchaus spannend durch ihre Vielschichtigkeit, weil man nie wirklich weiß, was als nächstes passiert. Am angenehmsten zu lesen, das ist ein Roman oder ein Werk, das gar nicht so angesehen ist, finde ich die Unkenrufe, weil es doch etwas sehr Schönes hat, auch das mit einem Liebespaar, was bei Günter Grass in der Form eigentlich nur an dieser Stelle auftaucht. Ich glaube, wenn man bei Jugendlichen anfängt, ist Katz und Maus immer noch ganz weit vorne, weil das eben auch dann unter Jugendlichen spielt. Es geht dann auch dann teilweise um das Erwachen von Sexualität, Umgang mit der älteren Generation in dieser spezifischen Situation natürlich im Umfeld des Weltkrieges. Unkenruf ist vielleicht für Jugendliche nicht so der gute Einstieg, weil es da um etwas geht, was ja auch nicht so häufig thematisiert wird, Liebe im Alter. Also grenzüberschreitende Liebe, ein Witwer verliebt sich in eine Witwe und überlegen, als eine Art von Versöhnungsakt eine deutsch-polnische Beerdigungsgesellschaft zu gründen, dass sozusagen immer die Vertriebenen jeweils dann doch wieder in ihrer Heimaterde beerdigt werden können. Es beginnt eben als Versöhnungsakt und wird dann plötzlich zum Geschäft und dadurch wird natürlich alles schlecht. Aber das Pärchen im Zentrum ist wirklich ungemein idyllisch. Das kennt man bei Günter Grass nicht. Normalerweise ist das ja, wie gesagt, sperriger und skurriler. Oh, das weiß ich gar nicht. Das hat mich auch nie so richtig interessiert. Es ist ja auch von Thomas Mann berichtet, dass er gesagt hat, also ich erfinde keine Figuren, ich finde sie und gebe ihnen dann andere Namen und mache ähnliche Sachen. Günter Grass, also es gab einen Vortrag auch darüber, dass sämtliche Figuren, die in der Blechtrommel vorkommen, dass die wirklich da in Danzig damals gelebt haben. Das hat eben ein polnischer Forscher herausgefunden, ist in die Archive gegangen. Und man kann das eben wirklich zurücktragen. Mich persönlich hat sowas nie so wirklich interessiert, weil ich das literarische Werk interessant finde und es nicht zurückführen möchte. Es gibt eine Arno-Schmidt-Forschung, wenn ich mal diesen kleinen Bogen gehen darf. Arno Schmidt hat ja alles in Zettelkästen gemacht, hat daraus Literatur gemacht. Es gibt eine Forschung, die versucht, die Literatur wieder zu den Zettelkästen werden zu lassen. Und das hat mich nie so richtig interessiert.
Also man kann Günter Grass natürlich unabhängig von der politischen Situation lesen, ist klar. Aber Günter Grass hat sich immer schon sehr stark auch gerade für Flüchtlinge eingesetzt. Ist ja auch wegen der Verschärfung des Asylparagrafen damals aus der SPD ausgetreten. Mhm. Die ja, also hat ja jahrelang für sie Wahlkampf gemacht, ohne in der SPD zu sein, ist dann in die SPD eingetreten und ist nachher wieder ausgetreten, weil ihm die Flüchtlingsproblematik so am Herzen lag. Und hat ja auch noch vor seinem Tod gesagt, dass das, man das als deutsche Nation so eine Flüchtlingswelle bewältigen können muss. Er ist ja auch selbst Flüchtling gewesen. Das ist eben auch, seine Eltern sind in der Nähe von Köln einquartiert gewesen und als Habenichts beschimpft worden. Und das hat ihn stark getroffen. Und davon berichten eben auch unter anderem dritte Buch von der Blechtrommel und auch von den Hundejahren. Also das hat heute immer noch eine große Brisanz, dieses Thema, was er damals schon aufgetan hat. Wie fast alles, also alle Themen, die er gemacht hat, sind eigentlich überzeitlich und leider Gottes immer wieder aktuell. Oh, das weiß ich natürlich nicht. Das weiß ich wirklich beim besten Willen nicht. Also so gut kenne ich ihn ja auch nicht. Also in der Vergangenheit hat er sich eben einfach immer wieder gegen Rechtspopulismus gestellt, im Wissen darum, dass er in seiner Jugend auch zu rechtsradikalen Positionen verführt wurde. Er war ja eben sehr jung, 1927 geboren, das heißt dementsprechend alt bei der Machtergreifung. Und hat gesagt, dass er sehr lange Zeit brauchte, um sich von diesem Einfluss zu lösen. Und hat immer wieder gesagt, dass er ein in der Wolle gefärbter, gläubiger Hitlerjunge war, der bis zum Ende an den Endsieg geglaubt hat, an eine spezifische Waffe. Und hat sich ja dementsprechend immer wieder gegen Geschichtsrevisionismus gewandt. Und deswegen könnte man eigentlich die Situation, die es ja heute gibt, die jetzt in dem Sinne ja nicht so neu ist in der derzeitigen Lage, da könnte man bestimmt einfach Texte von Günter Grass finden, die man einfach so heute nochmal abspielen könnte und die immer noch im Kern träfen. Also auch das Günter Grass Haus in Lübeck, das ist ja auch mal mit einem Hakenkreuz beschmiert worden, eben weil er damals gesagt hat, nein, es muss ein Grundrecht auf Asyl geben. Wo kämen wir dahin, wenn wir hier im reichen Land Europa, wenn wir nicht die wenigen Mittel haben, Menschen, die einfach nur Hilfe suchen, die auch dann bereit sind, hier dafür auch dann was mitzuhelfen, ganz klar, wenn wir denen keinen Unterschlupf mehr geben könnten. Ob er es jetzt Begründer war, das weiß ich nicht so richtig. Auf jeden Fall hat er stark dafür plädiert, dass man nicht im Sinne der jetzigen Geschichtsschreibung weitermachen kann, wo es eher so um Daten geht. Also wann wurde welcher Krieg wo ausgefochten, obwohl er auch da ein unglaubliches Detailwissen hatte. Also nicht, dass er dagegen war, weil er sich die Daten nicht merken konnte. Ganz im Gegenteil, das war ihm sehr geläufig. Aber er hat gesagt, es gibt Sachen wie zum Beispiel Ablösung der Hirse als Hauptnahrungsmittel in Europa durch die Kartoffel. Die hat wesentlich mehr Auswirkungen auf die Geschichte Europas gehabt. Die ist aber im Geschichtsunterricht einfach nicht präsent. Es wird dann eben von Fürsten und ähnlichen Sachen gesprochen. Und die Geschichte von unten, die ist in der Geschichtsschreibung, der herkömmlichen Geschichtsschreibung, wie Günter Grass sie auch im eigenen Geschichtsunterricht erlebt hat, ist nicht präsent gewesen. Und stattdessen gibt es eben, wenn man etwas über den 30-jährigen Krieg beispielsweise wissen möchte, dann muss man Literatur lesen, dann muss man Grimmelshausen lesen, dann muss man, damit man die Menschen, damit die Menschen zu Wort kommen. Weil das ja eben das Wichtige ist, nicht an welchem Tag hatte welcher Heeresführer unbedingt eine Grippe, sondern dieses Konglomerat, das Krieg ist eben kein Schachspiel, sondern die Schachfiguren haben auch einen eigenen Wert. Und er hat gesagt, er schreibt über den Knopf, den man auf dem Schlachtfeld findet. Also woher kommt der Knopf auf dem Schlachtfeld und nicht nur über Napoleon oder nur über August Bebel. Und auch der Butt ist ja ein Versuch,
der männlich dominierten Geschichtsschreibung eine weibliche Geschichtsschreibung an die Seite zu setzen. Also er hat gesagt, wie gesagt, es gibt, man kann Krieg führen, man kann Wirtschaftsgeschichte erzählen und was fast gar nicht erzählt wird, ist eben das, was die Frauen beeinflusst haben, die Ernährungsgeschichte mit Hungersnöten, also wie gesagt, Einführung der Kartoffel, aber noch ganz viele andere Bereiche. Und da hat er eben ein ganzes erzählendes Kochbuch geschrieben, um ein ganzheitlicheres Geschichtsbild zu etablieren. Und hat auch mal dafür plädiert, dass man auch deswegen Geschichtsunterricht und Deutschunterricht zusammenfassen sollte. Ob da irgendwie Geschichts- und Deutschlehrer so froh wären, weiß ich nicht so richtig. Aber eben auch gesagt, dass man das eben zusammensetzen sollte, weil in der Literatur einfach das erlebte, teilweise ausgedachte Geschichte ist. Wobei Günter Grass auch immer wieder gesagt hat, dass er für sich reklamiert, dass er sich Wahrheit besser ausdenken kann, als die Wahrheit selbst war. Ja, Literatur ist ja immer etwas Fiktionales, aber Günter Grass würde wohl sagen, dass ja auch Geschichtskonstruktionen sind ja auch Konstruktionen. Man konstruiert immer etwas und man konstruiert sich ein Bild von Friedrich II. Oder wem auch immer. Und man kann da eben auch eine andere Wahrheit dazu erfinden, die genauso wahr ist wie die andere, auch wenn die eben auch auf Daten basieren mag. Es ist... Man kann sich eben zurückdenken in verschiedene Zeiten und da schauen, wie die Menschen da gelebt haben und dann das Überzeitliche erleben. Und Vergegenkunft hat das Günter Grass auch mal teilweise genannt als Konzept, dass man Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart wirklich in einem sieht und als großes Kontinuum eben. Ich muss ja von seinem Werk ausgehen, privat kannte ich ihn ja nicht. Es gibt glücklicherweise in seinem Werk immer wieder Entwicklungen. Und es gibt bei Günter Grass im Gegensatz zu dem, wie man ihn ja manchmal aus den Medien kennt, wenn er so apodiktisch mit politischen Urteilen oder Standpunkten fest auftritt, im Wissen darum, dass sie eben diskutiert werden, ist Günter Grass doch jemand, der eigentlich jede Position immer sofort auch in Frage gestellt hat. Also er sagt ja hier, ich bin da und dafür, das ist meine Position, aber durchaus immer bereit gewesen ist, andere Standpunkte auch gelten zu lassen, darüber zu diskutieren. Er war ein streitlustiger Mensch, gerade im politischen Bereich. Und die Wirklichkeit ist eben wesentlich facettenreicher. Er ist christlich sozialisiert worden. Das Christentum in der katholischen Ausprägung hat sein Werk und sein Leben ungemein beeinflusst. Das hat er auch immer wieder an vielen Stellen gesagt. Wenn er es nicht gesagt hätte, könnte man es in seinem Werk nachlesen. Also muss man kein Psychoanalytiker für sein. Und obwohl er selbst gesagt hat, dass ihm da so ein Nachweltglauben schon früh abhanden gekommen sei mit 14 Jahren, kann man sehen, dass er sich doch in der Fantasie, also dass in seinem Werk die Figuren immer weiterleben. Weil man sie sich dann wieder zurückerfindet, hat eine Vielzahl imaginärer Gespräche mit verstorbenen Kollegen, die er gekannt hat und auch die er nicht gekannt hat, die dann zum Essen kommen. Also dann isst er manchmal mit Andreas Gryphius oder sowas. Teilweise erlebt er sich Heinrich Böll zurück. Das heißt, es gibt da immer wieder so zaghafte Sinnkonstruktionen im Diesseits, aber auch irgendwie über den Tod hinaus. Das ist auch eine sehr vielschichtige Angelegenheit, die ich jetzt hier in 3 Minuten wahrscheinlich nicht auf Band sprechen kann, aber die eben auch wert ist, nochmal untersucht zu werden. Man kann nicht sagen, dass er zurück in die Kirche gefunden hat. Er hat es eben nie so richtig verlassen. Er hat eben nicht so einen richtigen personalen Gottesglauben, aber teilweise mit dem Gottesbild von Dorothee Sölle oder sowas, also denn das einem einen toten Gott, an Gott glauben, damit hätte er eventuell durchaus was anfangen können. Mit ihren politischen Positionen nicht unbedingt, aber mit solchen Angelegenheiten vielleicht schon. Das ist ganz zentral. Also hat man gesagt, also wenn er 2 Möglichkeiten hat, nimmt er die dritte. Also deswegen auch, also es gibt ihm kein Schwarz und Weiß, es gibt ihm Graustufen.
Und es gibt auch ganz frühe biblische, also oder mit biblischen Themen arbeitende Texte, zum Beispiel das Meißner Te Deum, wo er eben auch über Thomas spricht. Also Thomas, der ungläubige Jünger, der eben erst gesagt hat, ich muss die Wunden berühren, bevor ich dran glaube. Und jetzt in diesem Bereich, also in ein weites Feld, da gibt es in der Tat in dem Kapitel, warum die Braut weinte, diese Rede, wo auch ein Theologe sagt, hier, man soll sich nicht immer auf Gott herausreden, man soll an allem erstmal zweifeln. Das ist natürlich bei Günter Grass Reaktion darauf, dass er eben eine sehr gläubige Jugend verbracht hat. Nicht nur im katholischen Bereich, sondern eben auch Hitler als Erlöserfigur gegenwärtig hatte. Also der große Erlöser des deutschen Volkes war Hitler, und den hat er geglaubt. Und er hat sich sehr viel Mühe gegeben in späterer Zeit, dass er keinen Ideologien mehr verfällt. Und fand es immer sehr kurios, dass einige Leute gesagt haben, ja, nachdem wir den Nationalsozialismus überwunden haben, gehen wir jetzt in einen Linksradikalismus, weswegen ja damals als besonders als konservativ galt. Und nachher hat er gesagt, ja, bei einigen muss ich mich jetzt nach rechts umdrehen, um die Leute, die mich damals links überholt haben, jetzt noch zu sehen. Weil er eben nicht diese Extreme wollte und eben auch diese apodiktischen Glaubenssätze immer wieder angezweifelt wissen wollte. Also es gibt eben nichts, was man weiß. Man muss eben alles anzweifeln und diesbezüglich auch sein Leben ausrichten. Es gibt einige gute Bibliotheken, also es ist natürlich blöd, aber es gibt eben sowas wie Bibliotheken, da stehen auch einige gute Bücher rum. Man muss bei Biografien von Günter Grass, auch bei seinen eigenen Lebenserinnerungen immer aufpassen, weil Günter Grass lügt ständig. Also wenn er ein Interview gegeben hat, gerade über sein eigenes Leben, und ihm wurde nach einer gewissen Zeit langweilig, hat er sich was ausgedacht. In Beim Häuten der Ziel gibt es so eine Episode, wo er gesagt hat, ja, und dann habe ich mit dem Ratzinger im Gefangenenlager meine Seele gewürfelt. Das ist äußerst unwahrscheinlich, dass das wirklich passiert ist. Und es gibt in der Tat zurzeit Biografen, die das einfach übernommen haben. Er ist mal gefragt worden, warum er immer in Portugal, warum er da ein Ferienhaus hat. Und er hat gesagt, ja, also ich mache ja gerne so Sepia-Zeichnungen, dafür braucht man die Tinte des Tintenfischs. Normalerweise wird der Tintenfisch geschlachtet und dann kann man wunderschön malen. In Portugal ist es anders. Da sind Taucher, die tauchen, die erschrecken den Tintenfisch, ziehen dann aus dem lebenden Tintenfisch die Tinte raus und es wird dann irgendwie am Hafen verkauft, ganz toll. Da sind einige Biografen drauf reingefallen. Das waren auch einige Leute, die irgendwie nachher sehr sauer waren, als dann eben diese SS-Beichte, die sogenannte, kam, weil die gesagt haben, hier, so ein Unfug hat uns erzählt. Und das haben wir auch abgedruckt und alle haben sich über uns lustig gemacht und das Richtige, Wichtiger erzählte uns nicht. Nee, wie gesagt, also es gibt jetzt mehr oder weniger offizielle Seiten vom Günter Grass Haus in Lübeck, wo es Biografien gibt, und vom Steidl Verlag. Ansonsten gibt es so viele Tagungsbände, die natürlich auch dann teilweise von mir mit herausgegeben worden sind. Ganz tolle Sachen, ganz tolle Bücher, wo man viele Informationen rausziehen sollte. Es kommt immer darauf an, worum es geht. Also bei Günter Grass, wenn man das Werk ansieht, ist es wirklich sehr wichtig zu sehen, in welchem Milieu er aufgewachsen worden ist und auch zu erkennen, dass er als einer der ersten Autoren beschrieben hat, wie das Deutsch, also nicht das deutsche Volk, sondern die verschiedenen Deutschen, die es eben so gibt, wie die alle Nationalsozialisten geworden sind und deswegen keine Monster waren, sondern es war eben normal, es war eben der Kolonialwarenhändler, das war der Gemüsehändler, es waren eben alle, also dieses Milieu, was der Günter Grass kannte, wo es eben einfach keinen Widerstand gab, wo es eben einfach gemacht wurde. Und wie da eben diese Ideologie als Alltäglichkeit im Leben drin war. Das ist eine Erfahrung, die Günter Grass selbst gemacht hat. Als kleines Kind ist er in diese Ideologie hereingewachsen und das durchsetzt sein späteres Leben. Und das würde ich auch als Erklärung dafür, warum er später eben politisch aktiv geworden ist, aus der Wahrnehmung seiner eigenen Schuld. Die eigene Schuld erstreckte sich nicht darauf, dass er in die SS eingezogen wurde, wovor er wahrscheinlich oder eventuell auch gar nicht mal was konnte. Aber diese Erfahrung, dass er selbst, sein Umfeld, er selbst, seine Familie, dass man so verführbar war, dass man
in so ein politisches System komfortabel reinwachsen kann. Das sollte meines Erachtens der Kernpunkt eines Referats über Günter Grass Biografie sein.